einfach fürs hier sein. Ich bin froh, hier zu sein, Sie wahrscheinlich auch. Und wir werden jetzt anfangen mit dem ersten Vortrag für heute. Ist ein Sicherheitsresearcher bei SBA Research und er ist auch im CC Wien Teilnehmer. Heute werden wir einen Vortrag darüber hören, alles, was Sie über Zertifikatstransparenz wissen wollten. Und damit gebe ich weiter und einen großen Applaus für Martin Schmiediger. Vielen Dank für diese schöne Einleitung und netten Worte. Ich bin Teilnehmer vom CCC Wien und wenn Sie irgendeinen Kommentar haben oder mich anschreiben wollen, dann finden Sie den Twitter-Nick auf den Vorlesungsfolien. So, worum ist dieser Vortrag? Worüber werden wir reden? Wir reden über Zertifikatstransparenzität. Das ist eine neue Idee im TLS-Ökosystem. Das heißt, viele Leute wissen nicht so viel darüber. Und da werde ich eine kurze Übersicht darüber reden, was Zertifikationstransparenzität ist. Und wir werden uns auch anschauen, wie es wirklich funktioniert und wie man damit spielen kann. Eine der wichtigen Sachen über mich, ich bin ein großer Fan von Internet-Memes und obwohl diese wunderschöne Bilder sind oder witzige Bilder, die ich online gestellt habe, bitte denkt dran, dass HTTPS ein wichtiges Thema ist und ob Sie Internet-Banking machen oder Google benutzen oder was auch immer Sie online machen, HTTPS ist da, um Sie zu schützen und Ihre Privatsphäre zu schützen. Und in einigen Ländern, und das wurde von der Geschichte gezeigt, stimmt das nicht. Es gibt landesweite Inspektionsgeräte, die die TLS aufbrechen und den Inhalt anschauen und Menschen werden von der Sicherheitspolizei besucht werden, die an der Tür klopfen und gerade diese Woche ist es in der Türkei passiert, wo Leute Sachen auf Facebook gepostet haben und deswegen festgenommen wurden. Obwohl das ein paar sehr witzige Fotos drin sind, es ist ein sehr wichtiges Thema und es ist auch nur eine Hilfe meines Vortrages. Für mich ist SSL ein sehr wichtiges Thema und CT, also Zertifikationstransparenz, ist ein sehr wichtiges Thema. Warum gibt es diese Zertifikationstransparenz überhaupt? Wenn ihr eine Zertifikationsautorität seid, dann müsst ihr eure eigenen Zertifikate, die sie ausgestellt haben, veröffentlichen. Und es gibt sehr viele Geschichten und Werkzeuge. Es begann alles mit einem Hack. 2011 war diese niederländische Zertifikationsautorität und die wurden übergenommen. Sie wurden wirklich komplett übergenommen, sie haben alles verloren, sie haben alle ihre Zertifikate verloren. Und als Teil dieses Zertifikats wurden 500 falsche Zertifikate ausgestellt. Und nicht nur irgendwelche Zertifikate, nicht nur Let's Encrypt, wo man ein freies Zertifikat bekommt und dann vielleicht für die eigenen internen Systeme erstellen benutzen kann. Nein, wirklich große, wichtige Domain-Zertifikate. Groß wichtige Zertifikate. Zum Beispiel google.com. Wenn man dort mitlesen kann, dann, dass die Informationen dort an E-Mails gesendet wird, ist es wichtig. Oder windowsupdate.com, das ist die Hintertür für einige der Windows-Systeme. Mozilla.com, damit könnte man einen Firefox-Download lügen und mit dem Zertifikat signieren und über anscheinend sichere Webseiten veröffentlichen. Und genauso Tor Project. Das war 2011. Und das war nicht nur ein kleiner Vorfall, es war nicht nur eine kleine Zertifikationsautorität, sondern es war eine ganz normale Zertifikationsautorität mit ganz normalem Business. Und was noch mehr ist, diese Zertifikate wurden dann benutzt, um Kommunikationen abzuschnüffeln und Leute, die ihre E-Mails gesendet haben und Firmen, die das nachher untersucht haben, haben gemerkt, dass mehr als 300.000 E-Mail-Adressen zu google.com sich verbunden haben und haben danach dieses falsche Zertifikat bekommen. Und die waren größtenteils aus dem Iran und anscheinend waren das Zertifikate aus dem Iran. Leute dachten, sie wären sicher mit HTTPS verschlüsselt Google anschreiben, aber sie waren es nicht. Und dies ist eine wunderschöne Folie aus dem Video.
Die Leute von Fox IT, die diesen Vorfall untersucht haben, die haben OCSP-Requests untersucht. Jedes Mal, wenn sie das Zertifikat bekommen, muss überprüft werden, ob dieses Zertifikat immer noch gültig ist, ob es zurückgerufen wurde. Wenn es zurückgerufen wurde, dann wäre es gut, es nicht mehr zu benutzen. Eine dieser Ideen, wie man das benutzen kann, ist dieses OCSP. Dieser Client fragt bei der Zertifikationsautorität, hey, ist dieses Zertifikat noch gültig? Und diese wurden mitgeschrieben. Jeder dieser Requests waren eine kleine, der Client, der dieses Zertifikat sah, dieses falsche Zertifikat sah und DigiNotar nachgefragt hat, hallo, ist dieses Zertifikat immer noch gültig? Und wie Sie sehen können, die meisten Verbindungen sind, bewegen sie, man sieht sie und während Leute schlafen und wieder aufwachen und die meisten Leute sind aus dem Iran. Also, wie wurde DigiNotar übernommen? Sie wurden wirklich, wirklich schlimm gehackt, weil sie überall Verwundbarkeiten hatten. Ihr System war unverständlicherweise unsicher für eine CA und Experten sind der Ansicht, dass wenn du eine CA betreibst, dann muss man das nötige Fundament bauen, um eine sichere Infrastruktur zu betreiben. Und wenn man sowas macht, dann ist der Eindruck der Leute, dass man das sicher tun sollte. Und DigiNotar hat das nicht getan. DigiNotar hatte ungepatchte Software in alten Versionen. Sie hatten keinen Antivirus auf den Maschinen, die diese Zertifikate ausstellten. Sie hatten keine starken Passwörter für ihre Admin-Accounts. Der Report ist zwischenzeitlich öffentlich geworden. Den kann man online lesen. Mit Empfehlungen der ENISA, die auch die ganzen Abweichungen und identifizierten, die bei DigiNotar aufgetreten sind. Alle Zertifikate wurden in einer Windows-Domain ausgestellt. Und was auch relativ schlecht war von DigiNotar, sie haben den Incident geheim behalten. Sie wollten dem Internet nicht Bericht erstatten, dass bei ihnen was passiert ist. Haben das vertuscht über mehr als 2 Monate. Nach 2 Monaten, wenn es öffentlich wurde und das Internet rausfand, dass bei DigiNotar wirklich ein großer Angriff stattfand, dann ging DigiNotar bankrott. Das ist das traurige Ende der Geschichte. Das ist aber nicht nur eines der Probleme, die CAs haben. Wenn man eine CA betreibt, dann verifiziert man die Identitäten seiner Kunden und stellt Zertifikate aus. Man kann aber auch Subroot-Zertifikate ausstellen, zwischengeschaltete Zertifizierungsstellen. Wenn man einen Kunden für vertrauenswürdig hält, kann man dem selber die Macht geben, selber Zertifikate auszustellen. Das ist, wie das Business Model von HTTPS und von X509 funktioniert. Und die CA kann solche Zertifikate ausstellen, kann auch die Berechtigung ausstellen, weitere Zertifikate auszustellen. Das Ziel solcher CAs ist es, in den Trust Store eines Browsers oder vor der Betriebssysteme zu kommen. Jeder Browser, jedes Betriebssystem hat einen Trust Store, indem es eine Liste der Zertifizierungsstellen speichert, die Zertifikate ausstellen dürfen, die von diesem Produkt vertraut werden. Diese Trust-Scores werden aber nicht im Detail auditiert. Die Zertifizierungsstellen müssen zwar aufzeigen, dass sie in einem Audit gemacht haben, aber wenn sie mal in einem Trust-Store drin sind, dann ist die Motivation relativ schwach, weiter saubere, laufende Audits zu machen, weil sie bereits vertreten sind. Das kann zu vielen Problemen führen. Eine andere CA, Trustwave, hat 2011 eine Sub-CA ausgestellt, also eine untergelagerte Zertifizierungsstelle, die weitere Zertifikate ausstellen durfte. Diese CA wurde benutzt für Traffic Introspection, also für das Aufbrechen von sicheren Verbindungen, für Appliances, die zum Beispiel in Firmennetzwerken eingesetzt werden können, wie bei Banken, bei Großfirmen, um den Web-Traffic ihrer User zu überwachen. Ein anderer Fall war Lenovo.
Superfish war eine lokal installierte Man-in-the-Middle-CA, die HTTPS-Verbindung aufgebrochen hat, damit dieses Produkt auf dem lokalen System Werbung in die Webseiten initiieren konnte. Sogar wenn man Gmail benutzt mit diesem schönen, eleganten Interface ohne offensichtliche Werbung, konnte Superfish die Verbindung zwischen dem Browser und Gmail aufbrechen und konnte in Gmail drin riesige Overlay-Werbung anzeigen. Lenovo hat aufgehört, mit Superfish zusammenzuarbeiten. Das war auf einigen Lenovo-Notebooks. Diese CA war auf dem lokalen System installiert, damit Superfish diese Verbindungen aufbrechen konnte. Was noch interessanter ist, ist, dass alle CAs auf jedem dieser Lenovo-Notebooks denselben Key hatten und dieser Key, dieser CA, im Arbeitsspeicher des Lenovo-Geräts war. Das heißt, alle Nutzer eines solchen Lenovo-Geräts konnten den Key aus ihrem Arbeitsspeicher auslesen und mit diesem Key konnten sie alle Verbindungen unterbrechen, die auf einem Lenovo-Gerät endeten. Das heißt, auch auf anderen Geräten, nicht nur dem eigenen. Mittlerweile tun sie das nicht mehr, sagen sie. In China, CNNIC hat ebenfalls eine Sub-CA für Introspection ausgestellt. Die Firma wollte Appliances verkaufen, die HTTPS-Verbindungen aufbrechen konnten, um in den Traffic ihrer User reinzuschauen. Und dieses Jahr gab es einen Incident bei Symantec, die Testzertifikate ausgestellt haben mit Certificate Transparency. Unter anderem waren das Zertifikate für Google.com, die wahrscheinlich Google nicht mochte. Das Ding mit diesem Incident ist es, dass Symantec Certificate Transparency schon installiert hatte. Also, Traffic Introspection. Das ist ein gültiger Anwendungsfall. Wenn man zum Beispiel eine Flotte Flugzeuge hat, die verbunden sind mit teuren Satellitenverbindungen und die Anwender viel bezahlen für die Verbindung, dann möchte man als Betreiber dieses Systems wahrscheinlich Netflix zum Beispiel blockieren, um zu vielen teuren Traffic zu verhindern. Ein Beispiel ist GoGo. Die hatten Traffic Introspection Device in ihren Flugzeugen und haben Zertifikate ausgestellt, die nicht vertrauenswürdig waren, um diesen Traffic einzusehen. Adrian Porterfeld, die bei Google arbeitet, hat bemerkt, dass GoGo in den Flugzeugen solche Zertifikate ausgestellt ist und den sichtbaren Tweet getweetet. Auch wenn Traffic Introspection wirklich schlecht tönt, ich kann mir vorstellen, dass es Situationen gibt, in denen es ein gültiger Anwendungsfall ist. Wenn man eine Bank betreibt, wenn man eine Firma betreibt, dann kann es sein, dass man sowas tun muss. Es muss aber transparent sein und die Anwender müssen wissen, dass jede Verbindung unterbrochen wird und alle Bewegungen sichtbar sind. Also, das ist das Big Picture, wieso wir Certificate Transparency brauchen. Damit wir sehen, welche Zertifikate von einer CA ausgestellt wurden. Einige kleine Probleme, nicht wirklich klein, ist, dass TLS seine Probleme hat, egal ob diese Zertifikate ausgestellt wurden oder nicht. Die Verifizierung eines Zertifikats ist ziemlich kompliziert. Sobald ein Zertifikat ausgestellt wurde, ist es gültig bis zum Ablaufzertifikat, das im Ablaufdatum, das im Zertifikat ersichtlich ist. Das kann bis zu 3 Jahre dauern. Wenn man also bei der ersten Anwendung eines Zertifikats sieht, dass das Zertifikat revoziert werden sollte, dann kann ein Kunde trotzdem noch bis zum Ablaufdatum dieses Zertifikat einsetzen. Eine zweite Limitation ist, dass alle CAs Zertifikate für alle Common Names, alle Webseiten ausstellen können. Also die 1800 CAs, die es gibt, und Sub-CAs können Zertifikate für Google.com oder Facebook.com oder jede andere Domain ausstellen. Es gibt keine Verhinderung durch, außer soziale Kontrolle und Verträge, um dies zu verhindern. Die Zahl von 1800 CAs und Sub-CAs war von einem Paper von 2013. Seither gibt es sehr wahrscheinlich mehr.
Ein zweites Paper in 2014 hat aufgezeigt, dass ein Drittel dieser 1800 CAs und Sub-CAs niemals ein einziges HTTPS-Zertifikat ausgestellt haben. Es stellt dann die Frage, wieso sind diese CAs in den Trust Stores? Was tun die da? Und der Verdacht ist, die sind wahrscheinlich, werden die eingesetzt, um Zertifikate zu generieren, die dann in privaten Netzwerken verwendet werden, die gar nie das breite Internet treffen. Dann gibt es natürlich Implementation Issues. TLS hat eine lange Geschichte von Implementation Problemen, zum Beispiel Logjam, Poodle und so weiter. Die sind eine komplett andere Kette von Problemen, aber die Issues, die betreffen natürlich auch die Sicherheit von Devices, und zwar laufend. Ein bekanntes Beispiel ist iOS, das zum Beispiel ein fehlendes Go-to-Fail-Bracket in einer Codezeile hatte, das gescheitert ist. Viele Embedded Devices haben das Problem, dass sie bei der Boot-Sequenz keinen Zugang zu starker Entropie haben und deshalb dort denselben Key generieren, den sie dann für TLS-Verbindungen verwenden. Wie auch bereits erwähnt, wir haben verschiedene Trust Stores pro Produkt, pro Betriebssystem, Browser und so weiter. Das heißt, jede CA muss versuchen, in jeden dieser Trust Stores zu kommen und in jedem dieser Updates vertreten zu sein, nicht abhanden zu kommen. Wir haben eine große Diversity, eine große Vielfalt von CAs in verschiedenen Trust Stores. Und dann gibt es auch noch viele Ausbreitungsprobleme. Es ist 11 Version 2. Jeder versenkt, dass es tot ist, aber anscheinend ist es immer noch lebend. Sebastian Schinzel wird halt einen guten Vortrag darüber halten morgen über den Drown Attack. Und dort wird SSL-V2-Probleme in E-Mail-Transport benutzt werden. Nur weil es aktiv ist und dieselben Schlüssel benutzt, kann man dort drüber gute TLS 1.2-Verschlüsselungsmethoden angreifen. Nur weil es immer noch da ist. Das ganze Problem mit dem SHA-1-Zertifikaten und Zertifikationsautoritäten, die sollen keine SHA-1-Zertifikate mehr ausstellen. Einige machen es immer noch. Andere werden dann bei anderen wird es herausgefunden, was sie. Und dann gibt es Cypher Suits, es sind mehr als 500 kryptografische Verfahren für unterschiedliche TLS-Versionen verfügbar. Und jeder Administrator möchte gerne eine möglichst sichere Version benutzen, aber welche soll er bitte benutzen? Sobald Geld dabei ist, zum Beispiel bei Amazon, dann müssen sie zusammen funktionieren mit Internet Explorer 6 und so weiter und so weiter. Es ist wirklich. Wirklich kompliziert. Und dann natürlich E-Mail und Start-TLS. E-Mail war noch nie daran gedacht worden, dass sie Sicherheit und Authentifikation integriert haben. Also haben sie es einfach nur draufgebaut und mit Start-TLS dran geflanscht. Das Problem mit Start-TLS ist, dass es unterbrochen werden kann und Menschen werden Plaintext benutzen, wenn Start-TLS nicht funktioniert. Defective Forward Secrecy ist auch so ein Problem. Verbreitung ist noch so ein großes Problem, was eigentlich auch noch seinen eigenen Vortrag wert ist. Und außerdem werden Zertifikationsautoritäten standardmäßig gekauft und übernommen. Symantec ist eine der größten Zertifikationsautoritäten, die große Teile des Zertifikationsautoritäten veröffentlichen. Und Blue Code wurde im arabischen Frühling benutzt. Die hatten Proxies, die dort SSL unterbrochen wird und die von einem Zertifikations in einem ISP in Syrien benutzt werden. Die wurden überall ausgestellt. Und wenn Sie jetzt darüber nachdenken, dass Symantec, eine der größeren Zertifikationsautoritäten, Blue Code kauft, eine der größeren Verkehrseinsicht-Firmen, dann sieht das komisch oder zumindest gefährlich aus. Natürlich versprechen sie, dass sie niemals die Semantik-Zertifikate benutzen, um Benutzer auszuspionieren. Das ist der Situation, in der wir sind. Das ist okay, ist nicht in Ordnung, aber Leute denken immer noch, dass es HTTPS sicher ist und es hat uns ein Jahrzehnt gedauert, bis wir Leuten beigebracht haben, dass sie das Schloss-Icon anschauen müssen. Aber wenn sie
Sie müssen gar nicht wissen, wie das Schloss-Icon funktioniert. Aber das ganze Schloss ist nur eine Show. Wir sitzen jetzt in einem Raum mit Flammen und alles ist nicht so, wie es scheint. Dies ist, wo Zertifikationstransparität ins Spiel kommt. Zertifikationstransparenz hat das Ziel, schlechte Zertifikate und Zertifikationsautoritäten zu finden. In einer perfekten Welt würde jede Zertifikationsautorität alle Logs veröffentlichen, würde alle Zertifikate, die es ausführt, veröffentlichen. Also sobald ich ein Zertifikat für Schmiedeke.net zum Beispiel finden würde, das ist ein Teil des öffentlichen Schlüssels, es kann öffentlich sein. Und wäre es nicht schön, wenn die Zertifikationsautorität veröffentlichen würde, dass sie gerade eine Zertifikation für Schmiedeke.net ausgestellt hat? Grundsätzlich ja, Zertifikationsautoritäten wollen dies aber nicht tun, insbesondere nicht, wenn sie komischen Ländern oder Firmen, die ihr Geld mit solchen Verkehrsanalyse-Tools benutzen. Und die Idee ist, dass der öffentliche Schlüssel für jede Zertifikationsautorität veröffentlicht wird und sagt, hey, ich habe dieses Zertifikat ausgestellt und jeder könnte sich anschauen und verifizieren und es wäre eine bessere Welt. Dies würde dabei helfen, Probleme sehr früh zu finden. Also wenn eine kleine niederländische Zertifikationsautorität veröffentlichen würde für google.com oder für trollproject.org, dann würde man das sehen. Das ist eine kleine Zertifikationsautorität. Die sollten wirklich überrascht sein, wenn Google mit ihnen ein Zertifikat bestellen würde. Das würde diese Angriffsmöglichkeit reduzieren, die zeitliche. Und auch die Idee, dass eine Möglichkeit, diese schlechten Zertifikationsautoritäten zu bestrafen. Wenn eine Zertifikationsautorität aktuell Probleme hat, dann müssen sie extra schwer Sachen nachbeweisen und wieder in die Zertifikationsautoritäten zurückwerfen. Das ist, was Google getan hat. Google hat beschlossen, dass sie das Internet mäßig sicherer wird. Und warum hat Google das beschlossen? Google ist eine sehr große Firma. Sie haben den Browser und den Clients, zum Beispiel auch bei Android. Aber sie haben auch einen großen Anteil der Server. Das ist unter ihrer Kontrolle. Jeder benutzt Google, außer die Bing benutzen. Okay, nein, das ist ein Spaß. Was Google gemacht hat, ist, dass sobald DigiNotar sicher war, haben sie ihre Zertifikate gepinnt. Da Google einen guten Update-Cycle hat, dann veröffentlichen sie die Zertifikate, die sie vermuten, mit den Browser-Updates. Wenn der Browser im Hintergrund geupdatet wird, dann kann es die spezifischen Zertifikate, die sie vermuten für google.com oder youtube.com, überprüfen. Außerdem hat es einen sehr großen Marketanteil, mehr oder weniger 50%, je nachdem wie man zählt. Chrome und Chromium sind ziemlich beliebt. Und außerdem sind sie ein häufiger Angriffsziel. Also wenn jetzt ein Diktator beschließt, allen Verkehr oder Benutzer-E-Mails zu unterspritzen, dann versuchen sie in der Regel Gmail zu untersuchen. Sie haben eine gute Sicherheit, sie haben keine anderen bekannten Hintertüren, um zu dem Inhalt vorzudringen, und dieser Angriff auf Gmail ist ein sehr drastischer Angriff. Diese Veränderungen in Chrome können Sie jetzt diese Angriffe erkennen. Das war schon zurück in 2011. Seit dem Dragon Porterfeld Tweet, den ich euch gezeigt habe, seither, wenn man auf eine Webseite geht mit Chrome und ein betrügerisches Zertifikat sieht, das von Google aus auf einer Google-Seite, dann warnt Chrome den Anwender. Was Google seither getan hat, ist einen Standard vorzuschlagen, wie man transparent solche Logs veröffentlichen kann, die erstellt werden, welche Zertifikate ausgestellt wurden.
Die Idee dieses RFCs ist es, dass jedes Zertifikat, das ausgestellt wurde, öffentlich ist. Das ist implementiert in einem öffentlichen Append-Only-Log, einem Log, an das man nur anhängen kann. Google hat eine API, eine Schnittstelle, auf der man jedes Zertifikat melden kann. Dann wird kryptografisch versichert, dass dieses Zertifikat öffentlich gelockt wurde und das ganze System ist offen für alle. Man kann auf einer Webseite den Quellcode runterladen, kann eine eigene Certificate Transparency Log, einen CT-Log-Server laufen lassen und den veröffentlichen. Das Ziel ist es, CAs festzustellen, die sich falsch verhalten. Die CAs machen Audits durch, die haben Regulationen, aber nicht auf der Stufe der Zertifikate. Mit Certificate Transparency kann die Öffentlichkeit nachvollziehen, welche Zertifikate ausgestellt wurden und sehen, ob eine CA ein Zertifikat für zum Beispiel Google.com ausgestellt hat. Also, beim Lesen des RFCs erkennt man drei verschiedene Entitäten dieses Systems. Es gibt Logs, Protokolle, die eigentlich riesige Staubsauger. Die sammeln alle Zertifikatsinformationen, die ihnen zugestellt werden, und signieren diese kryptografisch und veröffentlichen dann eine Bestätigung, dass dieses spezifische Zertifikat aufgezeichnet wurde und nicht verändert wurde. Dann gibt es Monitors, die verdächtige Zertifikate identifizieren. Das sind normalerweise die CAs selber, die solche Monitors laufen lassen. Und zum Schluss gibt es Auditors. Diese sind normalerweise im Browser implementiert und die verifizieren, dass die ausgestellten Zertifikate wirklich gelockt werden in einem Protokoll. Wenn wir es im Detail anschauen, ist die Rolle des Monitors und des Auditors ungefähr austauschbar. Eines kann als das andere handeln. Was der Monitor macht, ist, es sammelt alle Zertifikate. Man hat diese riesige Sammlung von Zertifikaten, die kryptografisch verifiziert wurden, was wir gleich sehen werden. Und der Monitor, der sammelt alle diese Zertifikate. Es gibt einen semantischen Check, der prüft, ob ein Zertifikat für meine Domain ausgestellt wurde. Gibt es eine Sub-CA, die Möglichkeit hat, ein Zertifikat für Traffic Introspection auszustellen und so weiter. Was sie mit diesen Daten auch tun können, ist, sie können Log-Operator identifizieren, die sich falsch verhalten. Diese Logs sind gigantische Sammlungen der Daten und die müssen auch geprüft werden natürlich. Die haben eine Machtposition, weil sie diese riesige Sammlung an Zertifikaten verwalten. Und es ist nötig, dass man auch diese Logger prüft, dass man auch deren Sicherheit sicherstellt. Das machen die Monitors. Jeder Client, zurzeit ist das Chrome. Chrome prüft die Certificate Transparency Informationen. Die Browser und alle anderen Clients, die können die Integrität des Logs prüfen. Im Backend produziert das Log ein Hash-Tree, eine Baumstruktur von Hashes, zu der wir in ein paar Sekunden kommen werden. Monitors und Auditors, die fragen ab, ob die Log-Entität richtig funktioniert. Es wäre also ein gutes Ding, wenn China beispielsweise zu Google gehen könnte und Google darauf hinweisen könnte, dieses Zertifikat muss weg und Google sich dann entscheiden kann, ob es weg muss oder nicht. Mit Certificate Transparency wäre dieser Prozess nachvollziehbar. Das Gute ist, jeder hier von euch in diesem Raum, jeder Anwender, kann eine Log-Entity starten, kann Zertifikate sammeln. Spielt keine Rolle, ob ihr eine Zertifikatsautorität seid. Ihr könnt einfach ein öffentliches Log starten und Anwender, CAs können dorthin Zertifikate pushen.
zurzeit ist das nicht der Fall. Normalerweise lassen die CAs diese Monitors und Logger laufen, aber das ist nicht so vorgesehen oder nicht so notwendig. Jeder kann das tun. Das Problem ist die Verfügbarkeit. Auch wenn ich ein Log für ein Zertifikat veröffentlichen kann, ich muss sicherstellen, dass mein Log 7x24 online und verfügbar ist. Und mein ISP hat keine Freude an mir, wenn ich dafür nicht sehr, sehr, sehr viel mehr zahle, als ich das jetzt tue. Gut. Nun, wie funktioniert das? Heute, wenn ich ein Zertifikat möchte, gehe ich zu einer CA und sage, ich habe diese wunderbare Domain und ich möchte dafür ein Zertifikat. Die CA stellt diese Zertifikate dann aus. Weiter mit Certificate Transparency muss die CA beim Ausstellen des Zertifikats, egal welche CA es ist, es kann jede Zertifizierungsstelle sein, Let's Encrypt oder eine andere, die müssen das Zertifikat aufzeichnen und es zu einem der Logs senden. Das Log unterzeichnet dann oder bestätigt dann den Erhalt des Zertifikats und sendet sofort eine Bestätigung zurück, ein Blob, ein SCT, den Signed Certificate Timestamp. Dieser SCT kann dann im Zertifikat angehängt werden, zur Bestätigung, dass das Zertifikat in einem Log ist. Der wichtige Punkt, der springende Punkt hier ist es, dass sobald der Server das Zertifikat zurückerhalten hat, dass das SCT hinterlegt ist und der Browser sofort prüfen kann, dass das Zertifikat in einem Log ist. Vielleicht habe ich hier schon ein paar Leute verloren, tut mir leid. Hier ist es nochmal bebildert. Das sind die Bilder von der Certificate Transparency Website. Danke, dass Sie sie gemacht haben. Meine Skills sind nicht so gut, das hätte ich nicht so schön machen können. Zurzeit gibt es die Certificate Authority, die ein Zertifikat ausstellt, und die Website installiert es dann im richtigen Ordner des Webservers. Der Client prüft es, prüft die Verschlüsselung und die Verbindung ist verschlüsselt. Und der neue zusätzliche Schritt, das ist die schöne Sache, die kann passieren ohne zusätzliche Schritte auf der Serverseite. Das ist nämlich nur was, das die CA, die Certificate Authority, machen muss. Statt nur das Zertifikat auszustellen, müssen sie zusätzlich das Zertifikat auch an ein Log senden. Vom Log erhalten sie sofort diesen Signed Certificate Timestamp, SCT, zurück, der dort in das Zertifikat eingebaut wird, bevor es zum Client zurückgeschickt wird. Wenn dann ein Client eine Verbindung aufbaut, kann er den Server fragen oder sieht er im Client, ob dieses SCT drin ist oder nicht. Die SCTs, die vom Log zurückkommen, enthalten Timestamp, Zertifikat und die Log-ID. Was auch interessant sein wird in der Zukunft, ist, dass ein Zertifikat mehrere Log-Einträge haben kann. Der SCT ist wie ein Versprechen. Der Log-Operator verspricht, dass er dieses Zertifikat in seinem Log aufnimmt und jeder kann später prüfen, ob dieses Log wirklich das Zertifikat aufgenommen hat oder ob die CA vergessen hat, das Zertifikat einzureichen. In der Zukunft können verschiedene SCTs in einem Zertifikat untergebracht werden. Das heißt, als CA kann ich verschiedene Log-Operator benachrichtigen, dass ich ein Zertifikat ausstelle und alle diese SCTs in das Zertifikat einbauen. Diese Signatur ist öffentlich und muss nicht privat gehalten werden. Das wird ein bisschen technisch. Es gibt verschiedene Wege, wie der Client verifizieren kann, ob das Zertifikat ein SCP hat. Einer davon ist OCSP-Stapling. Wenn ich jetzt ein Zertifikat habe, kann ich den Online Certificate Status Protocol Report an das Zertifikat anhängen, um damit dem Client sofort zu bestätigen, dass das Zertifikat noch aktuell ist. Wie funktioniert es? Auf der Log-Seite gibt es einen Merkle-Hash-Tree. Das ist eine wunderbare Datenstruktur,
Es ist eigentlich nichts Neues und nichts besonders Kompliziertes. Es ist auch nicht die Blockchain. Der Merkle Hash Tree ist ein binärer Baum. Jeder Knoten in diesem Baum hat zwei Kinder. Und der Hashwert der übergeordneten Knoten, der hängt von den seinen zwei Kindern ab. Das heißt, der Wert dieser beiden Kinder wird gehasht und kommt in deren übergeordneten Knoten. Und das läuft dann immer so weiter. Das ist sehr platzeffizient, weil um den Baum, den ganzen Baum zu verifizieren, muss ich nur den obersten Knoten dieses Baumes prüfen und alles andere ergibt sich daraus. Daraus kann ich dann auch die untergeordneten Werte rekonstruieren. Certificate Transparency benutzt SH256 für diesen Tree und alles unter diesem Knoten ist verantwortlich für den Hash in einem jeweiligen Knoten. Also wenn ich einen Knoten verändere oder verschiebe, dann ändern sich die Hashwerte aller übergeordneten Knoten. Jeder der Log-Betreiber neben dem Versprechen, dass sie ein Zertifikat in das Log aufnehmen werden, verspricht auch eine Maximalzeit, um dieses Log um das Zertifikat ins Log aufzunehmen. Das kann nicht immer sofort geschehen. Das Versprechen kommt sofort, aber das Einbinden ins Log kommt nach dem Maximum Merge Delay, das auch in diesem Versprechen enthalten ist. Normalerweise sind das 24 Stunden. Das Gute an dieser Datenstruktur des Merkle Hash Trees ist nicht nur, dass er dateneffizient ist und sehr klein. Es ist auch nicht möglich, Elemente mit einem in die Vergangenheit geschobenen Zeitstempel einzupflegen. Es gab in der Vergangenheit Fälle, wo CAs Zertifikate ausgestellt haben mit einem Datum in der Vergangenheit, mit SH1-Zertifikaten. Man kann auch keine Elemente entfernen. Zum Beispiel, wenn Symantec ein Testzertifikat entfernen möchte, dann würde das auch auffallen. Wenn man eines dieser Blätter, einen Knoten aus dem Hashtree entfernt, dann ändern sich die Hashes aller Elemente bis zum Root, bis zum übergeordneten Element. Ich kann auch keine Elemente anfügen. Auch in diesem Fall würden sich die Hashwerte aller übergeordneten Elemente verändern. Wie funktionieren nun diese Logs? Was sie normalerweise tun, ist, jede Stunde bekommen sie die Zertifikate und jede Stunde bauen sie sie in deren Hashtree ein, in das Log. Das sind schon etwas viele Details. Die bauen dann einen separaten Hashtree und berechnen aus diesem Hashtree den neuen Root-Hashtree und berechnen daraus den neuen Hashwert, der dann versendet wird. Das Schöne an diesem Hashtree ist es, es gibt verschiedene Wege, wie man bestätigen kann, dass man einen integren Hashtree hat. Man kann zum Beispiel prüfen, ob der Log-Operator ehrlich handelt oder nicht. Wenn der Operator ein Zertifikat entfernt, dann wird das sichtbar, indem alle betroffenen Knoten verändert werden. Es ist auch sehr effizient. Hier ein Foto vom CT, von der CT-Website. Auf der linken Seite hat man Merkle Tree mit einigen hinzugefügten Zertifikaten, angehängten Zertifikaten. Wenn ein Monitor oder ein Auditor das Log herausfordert zu einem Audit, zum Bestätigen, ob diese Zertifikate 6 und 7 richtig angehängt wurden, dann muss der Log-Operator nur die markierten Nodes einsenden. Das sind die Knoten, die jede Stunde überarbeitet werden. Die Zertifikate sind öffentlich, weil es Zertifikate sind. Und wenn nun jemand verifizieren will, dass nicht nur diese Zertifikate eingebunden wurden, das ist sehr einfach, wenn man nur den ganzen Weg raufrechnen muss, sondern auch verifizieren will, dass alle anderen Zertifikate immer noch da sind, dann müssen Sie nur drei Hash-Values prüfen, übermitteln.
Und der Auditor kann dann alles nachberechnen, durchrechnen und überprüfen, ob der und in, am Ende müssten die Hash-Values übereinstimmen. Und ein weiterer Beweis, der möglich ist, ist, dass ob ein spezielles Zertifikat immer noch im Log ist. Es ist nicht nur die Konsistenz eines ganzen Logs anzuzweifeln mit alten Daten, sondern es ist auch möglich zu verifizieren, dass ein spezifisches Zertifikat immer noch im Log enthalten ist oder überhaupt in den Log gekommen ist. Also dieses SCT, dieses sofort passiert, ist nur das Versprechen, diesen Zertifikat in den Log einzufügen. Und zu einem späteren Zeitpunkt kann irgendjemand, jeder Auditor, diesen Log-Operator herausfordern, ob dieses Zertifikat wirklich eingefügt wurde. So, wieder, wenn ich dieses überprüfen möchte, dass ein spezielles Zertifikat in diesem Log eingefügt wurde, dann kenne ich dieses Zertifikat, das ich herausfinden möchte. Und dann brauche ich nur diese drei Knoten. Alle anderen Knoten, diese J, zum Beispiel der J-Knoten, wird berechnet, wenn ich das Zertifikat habe. Und dann habe ich das Hash des Zertifikats. Ich brauche diesen Hash. Und dann kann ich diesen Wert berechnen und so weiter. Und bis zum Root-Knoten. Okay. So viel bei Merkle Hash Trees ist gut. Ein Problem dieser Logs ist, dass sie immer nur weiter erwachsen sind. Kein einziges Wort darüber, wie man ein Zertifikat rauslöscht mit gültigen Gründen. Sie wachsen die ganze Zeit. Und natürlich gibt es nichts, das für immer ist. Und was Log-Operatoren machen, ist, sie rotieren die Logs. Zu einem spezifischen Zeitpunkt wird der Log gespeichert, der Baum ist dann statisch und es wird ein neuer Log herbei eingefügt für neue Zertifikate. Vor kurzem hat Aviator von Google eine Pause gemacht, es waren 64 Millionen Zertifikate, ein kleines Problem mit dabei, so einen Block zu friesen. Solange ein Zertifikat in diesem Log, in diesem Baum, immer noch gültig ist, muss dieser Log immer noch verfügbar sein. Sobald alle Zertifikate in dem Log ausgelaufen sind, kann man ihn löschen. Aber bis zu diesem Zeitpunkt muss der ganze Baum verfügbar sein, um diese Beweise durchführen zu können. Eins der Probleme ist, dass im Moment nur wenige Log-Operatoren sind. In der Zukunft sollen da deutlich mehr sein. Nicht Hunderttausende, aber vielleicht Hunderte. Und die müssen Informationen austauschen. Ein paar der Informationen der Logs muss erscheinen, wo die Logs und mit den Clients reden, dass sie auch denselben Status des Merkle Trees sehen. Und das wurde auch in einem Paper im letzten Jahr veröffentlicht. Im Moment ist die Idee noch nicht implementiert und es wird auch noch nicht notwendig. Das ist das Problem, wenn man Memes auf dem Zug benutzt. Das sind in der Regel sehr schlechte Memes. Anscheinend ist das Gossip Girl. Ich habe es noch nie benutzt, aber wenn man Gossip und Meme googelt, dann ist das hier, was man bekommt. Okay, wer arbeitet jetzt an diesen Logs? Natürlich ist Google bei den meisten dieser Logs vorhanden. Die haben das Ganze vorgeschlagen, die haben den Quellcode geschrieben, diese Logs durchzuführen. Und sie haben die großen, alle offenen Zertifikate. Drei sind aktuell offen und ein weiterer ist nur für Let's Encrypt-Zertifikate und ein weiterer ist nur für Nicht-Let's Encrypt-Zertifikate. Natürlich veröffentlicht Let's Encrypt viele Zertifikate, zum Glück. Also haben sie die ausgeschlossen. Die Mailinglisten, dass diese drei offenen Logs geografisch und administrativ unterschieden zu werden. Das sind unterschiedliche Organisationen, die sie ablaufen lassen, aber im Endeffekt haben sie denselben Chef und irgendwo wäre es besser, wenn es mehr offene Logs gäbe. Symantec hat auch einen, Vosign hat auch einen, aber jedes Mal, wenn Google ein schlechtes Zertifikat für google.com hat, werden diese Zertifikationsautoritäten
Also jedes Mal, wenn Google ein falsches Zertifikat findet, dann müssen diese einen Zertifikationstransparität laufen lassen. Google hat Zehns von Millionen Zertifikaten und die haben wirklich ein offenes Zertifikat. Jeder kann dort Zertifikate hereinschreiben. DigiCert und Symantec sind ein bisschen groß und alle anderen Listennoten haben 100.000 Zertifikate, was nicht sehr viele sind im Vergleich zu 50 Millionen oder 60 Millionen bei Google. Im Moment verlangt Google schon Zertifikationsautorität für Extended Validity Zertifikate. Also wenn man nicht nur dieses grüne Schloss sieht, sondern auch diesen grünen Balken oder großen Namen und viel, viel grün, dann ist das ein Extended Validation Zertifikat und Google verlangt, dass alle Extended Validation Zertifikat 2 hat. Firefox ist dabei, das einzuführen. Und ja, außerdem funktioniert Transparenz, weil wenn Google ein Zertifikat veröffentlicht hat, dann sagen sie, hey, ich habe 23 Testzertifikate gefunden. Symantec sagt, es hat 23 Testzertifikate ausgestellt, aber die Logs sind öffentlich und jeder kann sich das anschauen. Innerhalb von Sekunden kann man sehen, dass Symantec auch noch 164 andere Zertifikate ausgestellt haben für andere Domains und 2.500 Zertifikate für nicht existierende Domains. Nur bei diesem einen Problem. So, wir müssen ein bisschen beeilen, es ist wenig Zeit. Ein paar der Probleme mit Zertifikationsöffentlichkeit ist natürlich Privatsphäre. Leute können die internen Hosts mitbekommen, wenn man zum Beispiel ein NAS hat und dieses NAS ist nur innerhalb des LANs erreichbar und man möchte den Browser-Warning umgehen, wenn man dieses Interface benutzt, dann kann man ein Netz-Encrypt-Zertifikat anfordern, aber da nicht nur das Zertifikat öffentlich ist, sondern auch gelockt ist, können Leute sehen in den öffentlichen Log-Dateien, dass dort ein NAS in dieser Domain eingetragen wird. Außerdem müssen Log-Entries den gesamten Chain zu einem vertrauenswürdigen Root-Zertifikat haben. Das heißt, selbst signierte Zertifikate können dort nicht hinzugefügt werden, auch keine von DNE, also über DNSSEC veröffentlichte Zertifikate, und da diese beiden keine vertrauenswürdigen Root-Zertifikate haben, können diese nicht für Zertifikatstransparenz verwendet werden. Außerdem möchten Sie natürlich die Daten sehen, wenn man damit rumspielen. Und grundsätzlich kann man alles mit JSON abrufen. Also wenn Sie mit JSON was arbeiten können, können Sie mit Transparenzautoritäten, Zertifikat-Transparency arbeiten. Dies ist die URL, AnyLogServer, antwortet mit dem aktuellen Root, mit dem Zertifikat, mit dieser URL. Und am interessantesten steht dort auch die Anzahl der Zertifikate und ein Timestamp. Sieht aus so, das ist das Aviator-Log, der jetzt festgeschrieben wurde, ein paar Millionen Zertifikate, die Hash-Wert des Merkle-Baums und die Signatur. Außerdem können Sie die einzelnen Zertifikate herausfordern mit Konsistenzbeweise. Sie haben zwei Stati des Baums und der Log muss beweisen, dass er dazwischen nichts verändert hat. Und außerdem natürlich kann man verifizieren, dass spezielles Zertifikat in dem Baum ist mit dem zweiten Antrag. Und außerdem können Sie Zertifikate dahin pushen mit einem Post-Request. Sie veröffentlichen es, wenn es ein Zertifikat ist. Und wenn Sie ein Log-Operator sind, dann müssen Sie das jetzt inkludieren. Jede Webseite, die es nicht benutzen müssen, nur ein Post-Request senden, nichts weiter. Ein paar Bildschirmseiten des Interna, das ist für google.com. Net-Internals-Ansicht, und was Sie sehen können, ist, dass das SCT empfangen wurde und gültig ist und alles geprüft wurde. Google.com, alles funktioniert. Super.
Zu der Letzt, Commodore hat auch eine große Such-CAT, dort SA, wo öffentliche Zertifikate gesucht werden können. Und außerdem hat Facebook eine Zertifikatsübersicht, das heißt, wenn Sie eine Domain-Name besitzen und eine Identität, und wenn Sie ein Domain haben, können Sie Updates bekommen, wenn das Zertifikat sich verändert. Also Sie überprüfen auch die öffentlichen Logs. Und sobald zum Beispiel Facebook.com ein neues Zertifikat benutzt, das in einem CT gelockt wird, dann können Sie dort eine Information bekommen. Aber bitte denken, Facebook kann auch PGP-E-Mails senden, das heißt, es wird auch nichts an irgendjemanden geleakt. Und dieser Screenshot wurde von uns ausgeliehen. Noch ein paar weitere Punkte. Vor wenigen Monaten hat Google gesagt, dass sie Zertifikationsansibilität erfordern ab Oktober 2017. Das heißt, wenn Sie ein Zertifikat mit TLS haben, müssen Sie vor diesem Datum überprüfen, ob Ihre Zertifikationstransparität veröffentlichen. Ich erwarte, dass dann mehr Zertifikate veröffentlicht werden. In der weiten Zukunft ist die Idee, dass das ganze Merkel-Baum für alles offen ist, dass sie auch Key-Management-Software-Releases da reinschreiben. Das Team bei Google, das es gebaut hat, hat auch einen Prototyp dafür geschrieben, das nennt sich Trillion, und macht überprüfbare Datenstrukturen. Und bevor wir jetzt zum Ende kommen und Fragen und Antworten machen, da gibt es einen Unterschied. Natürlich können Sie dieses Problem mit Blockchain lösen, aber ein Merkle Hashtree ist sehr viel effizienter, ist sehr viel eleganter. Und als ich den Kollegen damit gefragt habe, sagten, hey, natürlich können Sie auch dieses Log in die Blockchain schicken, aber ist nicht dasselbe. Also, vielen Dank. Danke, Martin, für den sehr schönen Vortrag. Wir haben noch ein paar Fragen für Fragen. Wenn Sie irgendwelche Fragen haben, stellen Sie sich bitte hinter ein Mikrofon und fragen Sie Ihre Frage. Bitte daran denken, Fragen haben ein Fragezeichen am Ende. Wenn Sie jetzt gehen, bitte leise und durch die vordere Tür. Bitte nur durch die vordere Tür gehen. Da hinten ist eine Frage. Hallo? Do I have to push anything? Ja, okay. Können Sie Software vorschlagen, wo man ein TLS-Handshake von der Client-Seite, das SCT unterstützt, über eine nicht ganz spontan, wenn es Teil des TLS-Zertifikats ist, dann kann OpenSSL das im entsprechenden Feld. Auch alles, was OCSP kann, das kann das. Und die Libraries, die CT-Extension nicht kennen, die werden einfach diese Extension nicht kennen, aber der Rest des OCSP-Handshake müsste funktionieren. Hallo, willkommen, danke für den schönen Vortrag. Wie viel Platz braucht man, um den ganzen Logs zu speichern, die es aktuell gibt? Ich hatte dieselbe Frage, aber weiß es leider nicht. Nein. Was sie speichern, ist der ganze Tree und die ganze Kette, ohne die Root-Zertifikate. Wahrscheinlich 2, 3, 4 Zertifikate pro Eintrag. In einem normalen Elektronik-Discounter kann man eine Harddrive kaufen, auf das ein ganzes Log passen müsste. Nächste Frage. Hallo, vielen Dank für den Vortrag. Warum brauchen wir 2 SCTs für erweiterte Validity? Weil eine einzelne Entität möglicherweise was Falsches machen könnte, bescheißen könnte.
auch wenn man weiß, dass man es erkennen könnte, dann gäbe es immer noch eine Verzögerung. Und wenn man zwei Entitäten hat, dann ist es nicht, ist die Wahrscheinlichkeit kleiner, dass beide Entitäten zusammenarbeiten würden, um das zu verschleiern. Ich bin ein bisschen überrascht, weil Google dieses dafür versucht, dieses Server Hello so klein wie möglich zu machen, und das ist veröffentlicht, vergrößert das Server Hello und mit dem SCP, und sie versuchen auch OSCP zu machen, also das macht es noch größer, und das sind Char 256, also sind das 256 Bits und noch ein weiterer, und eins reicht nicht. Okay, ich habe noch nie eins gesehen, das mehr als einen SCP hatten. Haben Sie da einen gesehen? Nö, noch nicht. Es ist vergrößert die Größe. Die Frage ist, wohin geht das? Das werden wir einfach die ganzen Kosten aufbrauchen oder können wir die Kosten bezahlen? Ich denke, die Kosten sind klein verglichen mit den Vorzügen, die man durch HTTP 2 bekommt. Wenn man alle Daten durch eine Verbindung durchschleust, dann sind die Kosten nicht mehr so groß, aber ja, du hast recht. Es ist ein Entscheid, wie viele SCPs man verwenden will, um Fraud zu verhindern. Soll dies Sachen wie das SSL Observatory App ersetzen soll? Und außerdem, wie funktioniert das mit Leuten, die ihre Zertifikate nicht öffentlich haben können sollen für interne Netzwerke? Wenn das Zertifikat nicht veröffentlicht werden darf, dann ist wahrscheinlich der bessere Weg zur Zeit, dass man eine CA verwendet, die CT nicht verwendet. In der Zukunft wird das viel teurer. Man muss dazu seine eigene CA laufen lassen, die man in den eigenen Trust Source verteilen kann, und muss entsprechend das Zertifikat selber signieren. In Oktober 2017, wenn alle Zertifikate, die keinen Timestamps haben, was mache ich dann? Use Edge. Edge verwenden. I'm sure you can disable it somehow, but it's raw. Yeah. Just a question. What about the decentralized SCP? Was ist mit Blockchain? Okay. Is it possible to do that without central authorities? Sorry. Oh, sorry, nicht verstanden. English is very bad. Sorry. I say. Ist es möglich, das ohne Zertifikationsautorität zu machen über SCT? Ja. Tut mir leid, ich habe jetzt auch die Frage nicht so hundertprozentig verstanden. Die Frage scheint zu sein, ob man sowas über eine DHT, eine verteilte Hash-Table, machen könnte. Und die Antwort ist eher nein. Es wäre sicher möglich, eine Browser-Extension zu machen, die eine solche DHT verteilt führt. Aber zurzeit ist sowas nicht vorgesehen. Aber der Code ist offen. Ich habe eine Frage. Wie funktioniert das mit einem Zertifikat, dass man zurückruft mit diesem, in den Baum, wenn der Baum festgefroren ist? Wie kann man ein Zertifikat zurückrufen mit so einem Baum? Und wie funktioniert das, wenn der Baum schon feststeht? Gute Frage. Das Ziel von CT ist nicht, die Revozierung zu unterstützen. Der Revozierungspfad funktioniert ganz regulär. OCSP ist davon nicht beeinträchtigt. CT soll nicht die Revokation unterstützen, sondern nur sagen, dass das Zertifikat ausgestellt wurde. Ein Zertifikat aus dem Tree entfernen, ein revoziertes Zertifikat aus diesem Tree zu entfernen, ist nicht Teil und nicht Ziel der Spezifikation. Aber wenn man alle Logs sich anschaut und man wissen möchte, ob irgendwas passiert, was nicht passieren sollte, sollte man nicht wissen, ob man wissen, ob das Zertifikat zurückgerufen wurde. Ja, das sollte man wissen, aber nicht über die CT-Logs, denn diese Logs haben nur zum Ziel aufzuzeigen, ob die CA ein Zertifikat ausgestellt wurde und ob dieses richtig geloggt wurde. Die Revozierung ist ein anderer Prozess,
eine andere Baustelle, die nicht durch Certificate Transparency soll verändert werden. Okay, das ist alle Zeit, die wir haben für Fragen und Antworten. Eine große